Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, in der letzten Folge hat es den guten Cardero hier erwischt und wir schauen mal, was wir hier eigentlich alles machen können. Feuerstelle? Genau, wir sollten Feuer machen, das war's. Es muss Monate gedauert haben, all den Müll zu sammeln. Was? Was ist das für ein Teil? Ein Kessel? Ich bin sicher, das ist kein essentieller Teil von Carderos künstlerischem was auch immer. Ja, bin ich auch. Sieht nach Polstern von einem alten Autositz aus. Hat Cardero hier draußen geschlafen? So wie ich das in Jervis Buch gesehen habe, ist das wohl Zunderschwamm. Dann nimm es doch einfach mal mit. Upsa. Ich bin sicher, Cardero hatte gute Gründe dafür, eine Mikrowelle an einen Baum zu nageln. Ist bestimmt voll mit Symbolismus und so. Ja, künstlerische Freiheit nenne ich das. Das Fass ist voll mit Wasser. Das ist immer gut, vorausgesetzt ist es sauber. Er sieht wirklich gar nicht gut aus. Okay, dann würde ich sagen, dann holen wir uns erstmal die Sachen, womit wir ein Feuer machen können. Also, Kleinholz, also Äste habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Aber Zunder brauchen wir auch, Moment. Also, beziehungsweise, das Zeug können wir doch normalerweise auch mitnehmen. Wieso nimmt der das dann nicht mit? Vermutlich kann ich den Zunderschwamm nicht einfach so vom Baum reißen. Ah, okay. Also doch mein Verdacht. Okay, holen wir uns mal einen Zunderschwamm. Hatte ich nämlich jetzt erst überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das Blödsinn. Wo sind wir denn jetzt? Achso, Höhle hier unten. Stöcke haben wir eigentlich überall gefunden, da aber auf jeden Fall immer viele. Die Pflanze kenne ich aus Jervis Buch. Ach, jetzt nimmt er sie mit, okay. Die sind bestimmt nützlich zum Feuer machen. Ne? Könnte das ein Feuerstein sein? Das weiß ich nicht, aber das können wir ausprobieren. So, da weiß ich, dass noch welche waren. Ich weiß aber nicht, ob wir die jetzt von überall mitnehmen müssen. Das ausgetrocknete Holz hilft bestimmt bei einem Lagerfeuer. Ach, noch mehr Steine. Was haben wir denn hier? Ich habe genug trockenes Holz. Sicher? Weil ich wüsste noch, wo wir noch welches kriegen würden. Ich habe genug kleine Äste. Na gut. Dann, das sind Steine. Ich denke mal, hat er auch genug von, ne? Aber wir probieren es trotzdem mal. Könnte das ein Feuerstein sein? So, Cupcakes brauchen wir wahrscheinlich eher weniger für ihn. Dann, wo hat er denn... Hä? Zundersch... Achso, hier. So. Trockenes Holz. Ich schätze, hier hat Cardero sein Feuer gemacht, während er an, was immer das hier sein soll, gearbeitet hat. Mach ihm doch einfach mal ein Feuer. Alles klar. Okay. Brauchen wir die Kräuter? Keine Ahnung. Hallo. Ach so. Das sind unterschiedliche. Habe ich gar nicht gesehen. Ich probiere es erstmal. Okay. Alter. Stein, Stein, Stein. Das müssten theoretisch Feuerstein sein, oder? Das ist nicht richtig. Das ergibt keinen Sinn. Sind das keine Feuersteine? Also sahen nicht so aus, aber... Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Muss ich das in einer gewissen Reihenfolge? Ich weiß es doch nicht.
Moment, mithilfe des Feuersteins und aber wir haben keinen richtigen Feuerstein, oder nicht? Getrocknete Distelwolle können als Zunder verwendet werden. Nach einem kräftigen Niederschlag kann es echt eine Herausforderung werden. Auf den heiligen Gral unter den Zundern zurück, den Zunderschwamm. Zunderschwämme wachsen an Birken, sind durch ihre Dicken leicht zu erkennen. Kleinholz? Es gibt zwei gute Gründe, keine lebenden Bäume für das Lagerfeuer zu fällen. Mit einem Messer wird das trockene Innere des Zunderschwamms ausgehöhlt, bis man... Ach so. Also Messer und Zunderschwamm. Moment. Jetzt kann ich das aber nicht mehr rausnehmen. Das ist jetzt doof. Das will ich nicht schneiden. Können wir denn nochmal Neues holen? Nee, ich hab schon einen. Ja, aber den hast du jetzt da reingetan, Junge. Und den kriege ich hier anscheinend noch nicht mal raus. Mal sehen. Ich hab etwas Kleinholz reingeworfen. Ich hab Holz dazu gelegt. Ich hab den Zunderschwamm in die Feuerstelle gelegt. Ich frag mich, ob ich das richtig mache. Ah, okay. Ich fange lieber nochmal von vorne an. Okay, okay. Dann. Alles klar. Kleinholz. Trockenes Holz. Okay. Und dann müssen wir versuchen. Komm ich gar nicht hin. Hä? Och nee, komm! In dem Buch stand, man soll den Zunderschwamm aushöhlen. Genau. Okay, ich habe ein paar Zunderflocken. Sehr schön. Ich dachte, ich könnte mal kurz einen Schluck trinken zwischendurch, aber er lässt mir keine Ruhe hier. Reibe den... Nee, Moment. Pulverartiges Häufchen. Das wie... Reibe den Feuerstein mit einer schnellen Bewegung am Stahl. Also am Messer. Warte, bis der Zunder... Fügen Sie den Rest Ihres Zunderpilzes hinzu und pusten Sie vorsichtig. Also das heißt, ich muss den Rest des Zunderpilzes... Heißt das, ich muss jetzt nochmal was holen? Nee, ich hab schon einen. Anscheinend nicht. Ach so, hier, okay. Dann... Es gibt nichts, ja. Was ich mit dem Multi... Oh Gott. Man kann aber auch nichts hier mal... Zunderflocken. Das schlechteste Müsli aller Zeiten. Ach nee, Quatsch mit dem Stein. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Ich glaube nicht, dass die Pfeile mir hier weiterhelfen kann. Hä, wieso Pfeile? Es war keine Pfeile. Ah, mein... Oh, ey, dieses Loslassen immer, ne? Hä, wieso macht der da eine Pfeile draus? Ich glaube nicht, dass die... Ich nehme das Messer. Das... Ja, ist ja gut. Ich nehme das Messer. Geh nach oben. Mit dem Messer. Jetzt hat er das Messer komplett weg. Warum auch immer. Und immer, wenn ich hier drauf gehe, macht er eine das Pfeile draus. Das sieht wie ein Feuerstein aus. Ach so. Mal sehen. Wow, Funken! Ja, das heißt was? Dass ich jetzt... Achso, hier. Funken. Fügen Sie den Rest Ihres Zunderpilzes hinzu und pusten Sie vorsichtig, bis auch er Feuer fängt. Lieber nicht. Das kann ich nicht machen. Ja, dann macht das halt da rein. Steht zwar so nicht da drin, aber... Verdammt, es fängt keine Funken. Deswegen solltest du das mit dem Pilz machen. Das funktioniert so nicht. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hä?
Warte, bis der Zunderschwamm qualmt und schwarz wird. Nee, Moment. Pulverartiges Häufchen. Dass wir den Funken schneller aufnehmen und als Zunderschwamm... Hä? Also das wird, soll das wohl heißen. Das wird den Funken schneller aufnehmen und als Zunderschwamm in anderen Zustand... Nee, was ist das für ein Satz? Mit dem Messer wird das trockene Innere des Zunderschwamms ausgehöhlt. Das haben wir gemacht, bis man das Häufchen hat. Reibe den Feuerstein mit einer schnellen Bewegung am Stahl. Haben wir auch gemacht. Beginnt das Zunderpulver zu glühen, fügen Sie den Rest Ihres Zunderpilzes hinzu und pusten Sie vorsichtig. Fügen Sie kleine Äste hinzu, wenn der Zunderpilz brennt. Oh, ist das dein Ernst jetzt? Kleine Äste am Ende? Mal sehen. Ich hab... Ich fange lieber nochmal... Trockenes Holz. Okay. Verdammt! Es fängt keine Funken. Okay. Verdammt! Hallo? Okay, mal sehen. Verdammt! Es fängt keine Funken. Alles klar. Verdammt! Es fängt keine Funken. Ach, du willst mich doch verarschen. Das muss ich nicht würzen. Wieso würzen? Das muss ich nicht würzen. Fügen Sie Größeres. Irgendwie ist die Anleitung ziemlich blöd, finde ich. Weil, wenn man das macht, was man da drin, dann sagt der immer, das geht nicht. Also. Wir machen das nochmal komplett von vorne. Mal sehen. Ich fange lieber nochmal von vorne an. Wir machen das jetzt mal komplett anders, weil es ja anscheinend irgendwie so überhaupt nicht funktioniert. Wir machen jetzt das Pulver erstmal da rein. Okay, mal sehen. So, dann müssten wir theoretisch das verbinden. Okay, versuchen wir es mal. Ja, die Zunderflocken fangen an zu glühen. Dann den Zunderschwamm, haben sie ja gesagt. Okay, sieht gut aus. Es brennt. Also ich hatte das so verstanden, dass man das da rein tun soll, deswegen... Okay, ganz vorsichtig. Ja, die kleinen Äste fangen Feuer. Okay, Feuerholz, jetzt liegt es an dir. Ja, Feuer! Ich fühle mich so männlich. Glückwunsch, du bist so männlich wie ein 10-jähriger Pfadfinder. Eine persönliche Bestleistung. Wir machen noch einen richtigen Überlebenskünstler aus dir. Cardero, kannst du mich hören? Cardero? Komm schon, wach schon auf. Gib ihm etwas Zeit. Er muss sich erstmal aufwärmen. Er braucht ein wenig. Das letzte Mal, als ihm das passiert ist, hat er 2 Tage lang nicht gesprochen. Ich kann nicht tagelang warten. Er weiß, was dieses Symbol bedeutet. Es könnte alles erklären. Nun, was schlägst du vor? Er weiß es nicht, dann würde ich sagen, ich mache mal einen Tee. Weil wir haben ja hier Gewürze, so wie er das sagt. Die Frage ist nur, Moment, das ist sauberes Wasser hier, oder? Okay, holen wir uns mal etwas Wasser. Die Frage ist nur, was mag er, ne? Kraut. Müssen wir da... Moment, hier war das nur mit dem... Nee, hier waren die anderen auch drin. Nur selten tödliches Suppenkraut. Ja, das ist ja geil. Moment, welche beiden haben wir denn jetzt? Wir haben das mit den langen und mit dem breiten
Blättern. Also die hier hatten wir. Könnten vielleicht auch die hier sein, ich bin mir nicht sicher. Gelbbrauner Teekuchen. Hoher Koffeingehalt. Oh, also die dicken Blätter, die scheinen gut zu sein. Wenn das die sind. Ja, die dünnen sind ja gar nicht drin irgendwie. Dann nehmen wir die. Mit den Kräutern kann man einen guten Aufguss machen. Aber ich sollte das Wasser zuerst erhitzen. Ja, normalerweise macht man die Kräuter... Ja, doch eigentlich macht man die Kräuter erst... Nee, stimmt gar dann nicht. Dann lass uns das Wasser mal kochen. Stimmt. Der Teekocher erhitzt immer erst, senkt dann ab, um die Kräuter reinzumachen und dann... Naja, hat er doch recht. Heißes Wasser. Habe ich die jetzt? Nee, habe ich noch nicht reingemacht. Das wird lecker. Die Frage ist nur, wie trinkt er das jetzt? Können wir das hier mitmachen? Das ist nicht richtig. Scheinbar nicht. Sollen wir das direkt reinkippen? Keine Ahnung. Was hast du da? Cassinabaum-Tee. Cassinabaum, hm? Gute Idee. Der bringt Cadero vielleicht wieder auf die Beine. Cadero? Bist du okay? Alles in Ordnung? Dieser Ort bringt es alles zurück. Cadero, ich hatte schon Angst, dein Gehirn kaputt gemacht zu haben. Der Adler steigt auf. Was ist so besonders an diesem Ort? Der Raum der Indoktrination. Ich habe ihn festgehalten, als Kunstwerk. Die Wörter, der Lärm, das ist der Ort, an dem sie mich gefoltert haben. Versucht haben, mich ihrem Denken zu unterwerfen. Kannst du dich jetzt erinnern, was das Symbol bedeutet? Es ist der Adler. Ihr Zeichen. Es bringt uns allen den Tod. Und ich hatte gehofft, es bringt uns allen Schokolade. Wer hat dir das angetan? Sie haben es getan. Die Leute im Wald. Die, die deine Heimat angegriffen haben. Die Todessekte. Meine Mutter hat sich ihnen angeschlossen, als ich noch ein kleiner Junge war. Sie haben mir ihr Zeichen verpasst. Ich muss mich jetzt ausruhen. Nein! Ich muss mehr über diese Sekte wissen. Du wirst mehr erfahren. Aber es ist zu spät. Ich bin ihnen einst entkommen. Dieses Mal wird ihnen niemand entkommen. Auf gar keinen Fall werde ich einen Haufen Spinner hier herumspazieren und alle töten lassen. Dann lass mich den Kanister zu Professor McBride bringen. Du weißt jetzt, dass ich nicht zu ihnen gehöre. Ich hab nicht so ein widerliches Tattoo. Gut. Stell das Funksignal ab und wir sprechen darüber. In meinem Wald lasse ich keine Sekte ihre mörderischen Botschaften verbreiten. Ich gebe mein Bestes. Ja, dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir den Rest jetzt erledigen, weil da haben wir keinen richtigen Hinweis bekommen. Kleine Äste? Ich habe genug kleine Äste. Warum? Die hätten wir noch mitnehmen können. Na gut, dann halt nicht. Wir haben immer noch das Problem mit dem Wasserkraftwerk. Ah, das bereitet mir echt Kopfzerbrechen hier. Der sagt aber auch nichts anderes, oder? Hab ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Vielleicht solltest du... Den Ober... Du willst... Wow! Du hättest... Und zwar... Warum gehst du nicht durch... Ich bin... Ich schau mal lieber... Gute Idee! Okay. Da können wir immer noch nichts Neues machen, ne? Nee. Wir gehen jetzt einfach nochmal alle Orte ab. Jetzt kommen wir wieder an so eine blöde Stelle, ne? Wo wir halt nicht wissen, oder wo ich halt nicht weiß, hoppala, was ich jetzt machen soll. Wieso hast du mir gerade die Karte gezeigt und jetzt nicht mehr? Also die Hütte wäre wahrscheinlich Blödsinn, weil die ist eh nicht mehr da. Der Canyon...
Hilft mir wahrscheinlich auch nicht weiter. Da war die Höhle. Ich weiß nicht, können wir zum Canyon? Da kommen wir aber immer noch nicht rein, oder? Ach nee, hier ist wieder verschlossen. Hä? Okay. Das heißt dann wohl, wir können hier gar nichts mehr machen. Da oben ist immer noch das Ding, also hier der Baumstamm quer. Mit ihm können wir sowieso nicht reden, wenn wir das nicht fertig haben, soweit. Hier war die Vogelscheuche, da kommt... Moment. Ziemlich matschig. Aber jetzt kann ich rübergehen. Wieso kann ich jetzt rübergehen? Weißt du was? Aus der Nähe betrachtet siehst du eigentlich ganz knuffig aus. Und ich sehe hier keine Vögel. Wie wär's mit einer kleinen Pause? Aber du kriegst kein Hirn. Du würdest uns alle töten. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Ein Schild von Harwood Energy. Leroys Schrottplatz hat eine bessere Marketingstrategie, wenn das hier Werbung sein soll. Moment, Harwood Energy, waren das nicht die... Die vom Kraftwerk? Ich geh doch mal hier raus. Moment, oder... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber kann das sein, dass ich im Kraftwerk irgendwas umgestellt habe? Weil ich habe ja... Ja, eigentlich habe ich nur die Schalter gemacht. Mehr konnte ich ja nicht machen. Die Pflanze kenne ich aus Jervis' Buch. Das ist gut. Mitnehmen tut er sie noch. Also vielleicht brauchen wir sie ja noch. Ich glaube es jetzt nicht, aber... Was haben wir denn hier? Traktor, den brauchen wir später auf jeden Fall noch. So, Moment. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Vogelscheuche gemacht. Im Diner hilft die mir nicht weiter. Höhle? Ja, eigentlich nur im Wasserwerk, ne? Aber wo könnte die mir hier weiterhelfen? Kann ich die hier unten irgendwo anbringen? Aber das sieht der doch, dass er das nicht ist, oder? Ich habe ja nur drei Möglichkeiten. Entweder hier drin oder oben drauf. Oder rechts konnten wir noch ein Stück gehen. Das ergibt keinen Sinn. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Lieber nicht. Na gut, das würde er sehen. Das ist zu nah. Das kann ich nicht machen. Okay. Also ich habe gesehen, die Schalter sind alle unten. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass plötzlich das Wasser nicht mehr da ist. Hier denke ich mir mal, würde das nichts bringen. Dann würde der den nicht sehen, oder? Frage ist, wird er den sehen, wenn ich nach oben gehe? Ach, nicht schwimmen? Das funktioniert so nicht. Ja, Moment. Nee, ne? Ich glaube, ich habe so langsam die Lösung. Jetzt muss er nur noch reagieren. Hab ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Es sieht so aus, als würde jemand oben im Staubecken schwimmen. Was? Nein! Als ich sagte, Nelson soll sich ertränken, meinte ich nicht, dass... Es ist sehr gefährlich, im Stausee herumzuplanschen. Wer immer da draußen ist, scheint gerade nicht mehr viel zu planschen. Oh Gott, ich muss sofort da hoch! Und fass ja nichts an! Nein! Wir doch nicht! Ich glaube, wir müssen nur hier durch, oder? Oh Gott, was habe ich da jetzt nochmal gemacht? Du mal Idiot, oder? Hier. Es war aber... Sieht aus, als würde die Tür über das Panel an der... Ja, ja.
Ach, verdammt. Ich weiß auch nicht. Habe ich den Zettel noch, wo ich mir das alles aufgeschrieben hatte? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ey, das ist so lange her. Natürlich habe ich den Zettel nicht mehr. Ach, ich bin heute wieder total organisiert. Super. Ich weiß noch, der hatte irgendwas gesagt mit dummer Idiot. Esel hatte ich, glaube ich, gesagt. Blödmann war, glaube ich, nicht dabei. Oder müssen wir vielleicht vorne erstmal... Moment, ich gehe jetzt erstmal hier raus. Müssen wir vielleicht am PC irgendwo erstmal was machen? Damit wir das Passwort finden? Ach so, genau, hier war doch noch was. Was ist das hier? Oh Gott, das muss ich mir aufschreiben. Das kann ich mir doch nicht. Z-N-A-R-S-S-W. Ist das jetzt für den Computer oder ist das jetzt... Das ist gut zu wissen, dass unsere... Okay, also hier kann ich nichts machen. Dann ist das wahrscheinlich das Passwort. Hoffe ich zumindest. Also... Nein. Z N A R. Ah, das muss ich aber alles groß schreiben, ne? Moment. Groß. Z. Bleibt das groß? Nee, jetzt ist es wieder klein. Hä? Z N. Der schreibt es gar nicht groß. A. R. S. S. W. Okay, Groß-Kleinschreibung ist egal. Ach du Schande. Okay, Ich kann die Lichter da draußen am Damm sehen. Das hier sieht interessant aus. Oh mein Gott, was müssen wir jetzt hier machen? Gute Frage, nächste Frage. Druck, vier Turbinen. Okay. Ah, Moment. Ach so. Ich verstehe, glaube ich. War das... Ah. Hey! Was zur Hölle machst du da? Ich repariere das Fataler-System. Mach dich nicht lächerlicher, als du bist! Das System ist viel zu... Moment mal. Es funktioniert ja wirklich. Das ist ja unglaublich. Du bist eingestellt. Nein. Ich wollte nur den Strom anstellen. Ich will keinen Job. Blech. Das Verteilersystem braucht konstante Überwachung. Wenn du jetzt gehst, dann... Na, siehst du, was ich meine? Man muss talentiert und verantwortungsvoll sein, um Nelsons Job zu machen. Hast du nicht gesagt, Nelson wäre ein nutzloser Idiot? Nelson macht mich verrückt. Aber ja, ich denke, er hat seinen Job gut gemacht. Für eine Sekunde dachte ich, es wäre Nelson oben im Stausee. Schnapp dir das Telefon, Mann. Nelson sitzt unten im Diner. Meinst du? Nein, er würde niemals zurückkommen. Los jetzt!
Na gut. Schrei ihn an. Hallo? Könnte ich Nelson Wiley sprechen, bitte? Nelson, ich... Sag ihm, dass es dir leid tut. Nelson, es tut mir leid, dass ich dich so aufgeregt habe. Nelson! Nelson, siehst du nicht, dass ich gerade versuche, mich zu entschuldigen? Sag ihm, dass du es bereust, ihn beleidigt zu haben. Ach, Nelson, im Eifer des Gefechts habe ich vielleicht ein oder zwei gemeine Dinge gesagt. Okay. Ich bin ein gemeiner Griesgram und hätte dich nicht so behandeln sollen. Es tut mir leid. Okay, treiben wir es nochmal auf die Spitze. Jetzt sag ihm, dass du ihn liebst. Ich liebe dich, kleiner Bruder. Und? Was hat er gesagt? Er kommt zurück an die Arbeit. Yes! Und ich werde mich bemühen, nicht mehr so schnell die Fassung zu verlieren. Und jetzt verpiss dich aus meinem Kraftwerk, bevor ich den Bullen rufe! Ja, klappt doch gut. Mit dem nicht so schnell die Fassung verlieren. Ja, dann würde ich sagen, ich stelle mich schon mal dahin, wo wir als nächstes hin müssen. Weil das ist ja jetzt ganz offensichtlich. So, und mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann in der nächsten Folge, so wie es aussieht, endlich mal den Baum beseitigen können und uns zur Funkstation aufmachen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!